Unterbrechung. Und was wir ebenfalls von RTL 2 und Konsorten gelernt haben, ist, dass zu einer sauberen Werbepause ein Jingle gehört. Also haben wir wild herumgejingelt. Und das endete darin, dass wir die letzten Jahre ungeprobt auf Zuruf immer wieder neue Werbejingles erfunden haben und uns nicht mehr wiederholen wollten. Das endete gerade eben vor diesem Auftritt in folgendem Dialog. Was spielen wir denn? Keine Ahnung. Weiß jemand, wo der Elsie ist? Keine Ahnung. Dann lassen wir den das Partnerlied spielen. Kann der das noch? Keine Ahnung. Irgendwann, Elsie betritt die Bühne. Elsie, du spielst das Partnerlied. Was? Das Partnerlied, keine Ahnung. Nein, also irgendwann begann er ein paar Töne zu suchen, die mit viel Fantasie dem Partnerlied entsprachen. Und während Elsie noch an Töne suchen war, hat sich der kreative Kopf dieser Band entschieden, wir könnten eigentlich auch mal wieder Luzi das einsame L vors Mikrofon stellen und genau die Melodie spielen lassen, die er nicht spielen kann, nämlich Turbine Meier. Was dann passierte, war ein wirklich witziger Wettstreit zwischen den beiden und der Suche um irgendwelche Töne, die wahrlich in diese Lieder hineinpassen könnten. Deshalb haben wir uns entschlossen, dort ein ganz witziges Happening draus zu gestalten. Es beginnt sehr patriotisch damit, dass El Salvador und sein Dudelsack hier nach vorne treten, mit stolz geschwellter Brust das Partnerlied anstimmen. Moment. Moment. Bis zum ersten falschen Ton. In dem Moment wird er verstummen. Und Luzi das L wird als guter Dudelsack-Kollege, der er nun mal ist, seine Schalmei schnappen und Biene Meier mit euch singen, spielen, jubeln bis zum ersten falschen Ton. Und dann schauen wir mal, wo wir landen werden. Jetzt wird es auch für mich sehr spannend. Die Bühne frei für die Werbeunterbrechung. Aber ich mag die Meier schon gar gezeigt, wo der Hammer hängt, würde ich sagen. Aber das Publikum hat ihn getragen, so sieht's doch aus.
Meine sehr verehrten Damen und Herren.